Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 16. November. Gut, und wir beginnen am heutigen Donnerstag zunächst mit dem S&P 500, wo wir hier am Vortag zum Widerstandsbereich bei 4540 Punkte ansteigen konnten. Im Tageshoch hatten wir am Vortag hier bei 4532 Punkten gelegen, danach ging es wieder abwärts und wir sind dann hier mit dieser bärischen Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen, notieren vorbürstlich aber unverändert hier im Bereich von 4500 Punkten. Damit wurde die bärische Vortageskerze noch nicht bestätigt. Wir werden sehen, ob die überhaupt bestätigt wird oder ob aufgrund der starken Aufwärtsbewegung der Vortage hier die Aufwärtsdynamik direkt weiter fortgesetzt wird und wir dann erneut Kurs nehmen hier auf den Widerstandsbereich bei 4540 Punkten und diesen möglicherweise dann auch nach oben durchbrechen werden. Die Lage hat sich langfristig nach dem starken Kursanstieg hier mit dem Durchbruch über die Ichimoku-Wolke deutlich aufgehellt. Korrekturen sollten nun hier weiterhin im Bereich um den 10er EMA auslaufen, der aktuell im Bereich von 4422 Punkten notiert. Langfristig bleibt die Lage weiterhin bullisch, solange wir über der Ichimoku-Wolke notieren. Wir machen dann weiter mit dem Wochenchart im S&P 500, wo wir in den Vorwochen hier an der unteren Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals nach oben abgeprallt sind, in der Folge dann auch den Widerstandsbereich um 4200 Punkte, den 50er EMA sowie den 10er EMA nach oben direkt durchbrochen haben und aktuell nun Kurs nehmen hier auf den oberen Fibonacci-Wecker im Wochenchart, der sich aktuell im Bereich von ungefähr 4600 Punkten befindet. Sollte es also zu einem Durchbruch über den Widerstand im Tageschart bei 4540 Punkte kommen, dann wäre der nächste Widerstand hier der steigende Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 4600 Punkten. Solange wir im Wochenchart über dem 10er EMA bleiben, ist dann auch hier mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gut, und abschließend kommen wir dann zum Tageschart im DAX, wo wir hier am Vortag ebenfalls weiter ansteigen konnten, die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen konnten und auch die Marke von 15.700 Punkten dann nach oben durchbrechen konnten. Wir lagen im Tageshoch bei 15.765 Punkte und gingen dann bei 15.730 Punkte aus dem Handel. Wir stehen hier direkt an der oberen Begrenzung der fallenden Ichimoku-Wolke im Tageschart. Ein Durchbruch nach oben würde auch hier dann ein weiteres Long-Signal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich des Widerstands um 15.900, 16.000 Punkte. Zu beachten ist außerdem hier die bullische Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA. Möglicherweise werden wir dann auch in naher Zukunft eine bullische Überschneidung des 50er EMAs über den 200er EMA sehen, womit dann weitere Stärkesignale generiert werden würden. Long-Positionen könnten sich bei Rückläufen hier an der Unterstützung bei 15.550 Punkte, spätestens aber dann hier am 10er EMA im Bereich von aktuell 15.350 Punkte anbieten. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading.